Wir zeigen Ihnen heute Deutschlands größtes Fußballstadion, der Signal Iduna Park, fast mehr als 80.000 Zuschauer und fasziniert auch Dortmunds Torjägerlegende Norbert Dickel noch heute. Ja, das ist ja mein Rasen hier, der ganz besondere Rasen hier in Dortmund. Und wenn ich das nicht alle 14 Tage habe, fehlt mir etwas. Die berühmte Südtribüne, eine Stehplatzwand für 25.000. Und die macht dem heutigen Stadionsprecher Norbert Dickel Gänsehaut regelmäßig. Ich bin auch immer nervös, wenn ich hier ins Stadion gehe. 80.000 Zuschauer, 76.000 im Schnitt. Das ist etwas Besonderes. Die Südtribüne ist etwas Besonderes. Die Stimmung, das ist schon außergewöhnlich und es sorgt immer wieder für Herzklopfen. Die Massen strömen, wenn Borussia spielt. Heute geht es gegen Leverkusen. Doch Nobby zeigt uns schnell noch das Clubmuseum, direkt integriert in die Nordtribüne. Auf 1000 Quadratmetern gibt es hier BVB-Highlights aus 100 Jahren. So, wir sind jetzt hier in unserem wunderbaren Borussium, das Museum von Borussia Dortmund. Wir haben die verschiedenen Epochen von Borussia Dortmund in Inseln aufgeteilt, sodass sich jeder das anschauen kann, was ihn interessiert. Und dann Bratwurst. Auf den Punkt gegart, auf Holzkohle gebraten, mit dem richtigen Brötchen. So hat eine Bratwurst auszusehen. 5 Sterne von mir. Ein Ritual mit Freunden vor jedem Heimspiel hier. Doch jetzt wird's ernst. So, jetzt sind wir in der Kabine, kurz vor Anpfiff des Spiels. Wir sehen, die Trikots hängen schon an den jeweiligen Plätzen. Und die wichtigsten Sachen vor einem Spiel liegen auf dem Tisch natürlich. Kuchen, ganz wichtig, die letzten Kohlenhydrate, Wasser, Powerriegel und natürlich die Fußballschuhe. Also hier bei uns ist alles klar. Es ist beeindruckend hier. Unser Tunnel ist ja sehr eng. Und das ist natürlich eine Atmosphäre in Verbindung mit dem Krach, der aus dem Stadion kommt. Ein ganz besonderer Platz. So ein Tunnel gibt es auch sonst nicht mehr in der Bundesliga. Die Mannschaftsaufstellung von Borussia Dortmund. Im Tor mit der Nummer 1 Roman. Mit der Nummer 29 Marcel. Und mit der Nummer 31 Mario. Jawohl. Traumberuf Stadionsprecher Norbert Dickel, Dortmunds Pokalheld von 89, ist glücklich in seinem Stadion. Borussia in Verbindung mit dem Stadion und die Fans, das ist einfach das Größte, was einem passieren kann. Ich bin überglücklich, dass ich diesen Job machen kann. Der Signal Iduna Park, ein atemberaubendes Stück Bundesliga, vor allem dank dieser Fans.